Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Unter dem Motto verschlackt und zugemüllt wollen wir heute eine ganz spezielle Sendung für Sie machen, denn ich habe von vielen Stimmen was gehört, von vielen Menschen da draußen, dass es eine ganz andere Methode gibt, um diese Müll und Schlacken aus dem Körper rauszuführen. Ja, das ist sehr revolutionär und deshalb war es mir eine Freude und Ehre, den Dr. Alfred Gruber einzuladen, der heute auch erschienen ist. Hallo, herzlich willkommen, lieber Alfred. Freue mich sehr, Alexander. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Also bevor wir in diese revolutionäre Entschlackungsmöglichkeiten reingehen, die da funktionieren, können wir nochmals kurz Revue passieren, was eigentlich Schlacken sind und wie die überhaupt in unseren Körper so kommen. Genau, ja. Die Frage ist ja, was sind überhaupt Schlacken richtigerweise? Gibt es das überhaupt? Gibt es das medizinisch heute adäquat? Sogar medizinisch nachgewiesen, da gibt es ganz viele Untersuchungen und Studien dazu. Klassisch, die Medizin sagt immer noch, Schlacken gibt es ja gar nicht. Man muss ein bisschen definieren, Schlacken sind ausscheidungspflichtige Substanzen in meinem Körper, die meistens Stoffwechselabfallprodukte sind, häufig natürlich im, oder fast immer in Form von Säuren und eingelagerten Kristallen, die im Körper sind. Also ein Nierenstein willst du ja nicht in deinem Körper haben, der soll raus. Das ist eine ausscheidungspflichtige Substanz. Ja. Und selbst das ist eine Schlacke. Also wir sprechen nicht einfach von irgendwelchen grauen Kloaken in meinen Blutadern. Sowas findet man nicht und gibt es auch nicht. Der reinste, sauberste Zustand, den es gibt, ist in meinem Körper drin. Frage, ich meine, du bist ja sehr versiert im Bereich der chinesischen Medizin, insbesondere Fokus, auch tibetische Medizin. Inwiefern ist das früher schon gang und gäbe gewesen, bei diesen Menschen regelmäßige Entschlackungen zu machen oder war einfach die Nahrung noch weniger schlackungsreich? Es ist ja nicht nur die Nahrung, die Schlacke macht. Es gibt ja auch viele mentale Thematiken, die Schlacken machen. Und Schlacken machen wir ja sowieso immer, selbst im gesündesten Spitzenzustand, wenn du Roger Federer bist, hast du auch Schlacke in dir, weil auch wenn du top-trainiert bist, der Körper produziert diese Abfallprodukte. Und im Sinne der chinesischen Medizin und tibetischen Medizin ist es so, dass man da das Thema Schlacke sehr stark anschaut und ganz genau schaut, ist jemand über die Pulsdiagnostik, über den Kot, Urin, über den Geschmack, über den Taste an der Haut, wie sieht die Haut aus, fahl, gelblich und so weiter, kann man relativ genau eruieren, wie verschlackt bist du denn? Und da mit dieser Thematik kann man in der chinesischen, adriasiatischen Regenerationsphilosophie, die heute in der westlichen Welt überholt ist, tatsächlich, kann ich gerne was dazu sagen, da geht man wirklich hin und sagt, wo sitzt denn diese Schlacke? Und diese Schlacke muss man sich aus Sicht der chinesischen Medizin ein bisschen vorstellen, wie du funktionierst wie ein Brennofen. Und wenn du diesen Brennofen mit Buchenholz, mit Feuer feuerst, dann hast du Energie und bist du kraftvoll. Und wenn das runtergebrannt ist, hast du ein bisschen Staub und weg ist es. Mhm. Wenn du da aber feuchtes Laub reinmachst, dann brennt das nicht richtig, es gibt nicht richtig Energie, du hast richtig Wärme in dir, dein Stoffwechsel funktioniert nicht richtig und am Schluss bist du dann so ganz modrig und verschlackt. Das kann man sich gut in einem Ofen vorstellen. Mhm. Und wenn man diese Philosophie der chinesischen Medizin, die ja 4000 Jahre Praxiserfahrung hat, ein bisschen vorwegnimmt oder hernimmt, dann sieht man schnell mit ein paar Akupunkturpunkten aktivieren, vor allem so Nieren-Qi, Nierenenergie aktivieren, kann man den Stimulus Energieofen in meinem Körper massiv fördern, entschlacken und gleichzeitig die Energie raufsetzen. Das gibt eine ganz große Bedeutung, jetzt, was du jetzt gerade sagst. Ich meine, diese ganze chinesische Medizin und tibetische so weise, und ich glaube auch wir Europäer haben es langsam auch begriffen, dass diese Weisheiten auch bei uns viel, viel mehr integriert werden müsste in eine Ganzheitsmedizin. So, und diese Verschlackung gibt es bei uns ja offiziell eigentlich gar nicht oder immer mehr kommt sie langsam und da war sie schon immer so. Heißt denn das, wenn ich wirklich diese Schlacken regelmäßig abführe, dass mein Immunsystem viel besser und gestärkter ist? Zweifelsohne. Nicht nur das Immunsystem, aber das ist gerade in vielen Zeiten von Frühling, Grippe, Infekten und so weiter sehr, sehr wichtig. Ich kann natürlich immer etwas gegen Symptome machen, also gegen den Heuschnupfen kann ich ein Mittel gegen den Heuschnupfen geben. Ich kann aber auch fördern, dass mein Immunsystem intakt und vital ist. Und Basis und die Grundlage davon ist immer, dass der Körper entschlackt und entgiftet ist. Das sagt ja auch FX-Meyer-Kuren oder andere Entschlackungs- und Fastenkuren und so weiter. Die gehen ja auch den Weg und sagen, Darm entgiften, entschlacken, um ins Immunsystem zu steigern. Mhm. Nur das ist immer eine proaktive Möglichkeit, da muss man auch
Lust haben und Zeit haben, 4 Wochen lang Kuren zu machen, damit man wieder in einem entschlackten Zustand ist. Und da gibt es andere Möglichkeiten, über Akupunkturpunkte einen Stimulus zu setzen, dass das körpereigene Entgiftungs- und Entschlackungssystem eben richtig funktioniert. Das wird jetzt dann gleich ganz spannend. Okay. Aber erklär mir noch mal zuerst bitte, wie kann oder wie hat man das früher gemacht, die geistige Verschlackung in den Griff zu kriegen? Tja, das ist schwierig, wenn es einfach nur einen Schlüssel gäbe. Aha. Aber natürlich Körper, Geist und Seele in Einklang, in Ausgleich zu bringen. Das heißt ja, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Ich bin auch mal so der Meinung, es ist fast eher umgekehrt. Also zuerst muss mal das Bewusstsein in Klarheit sein. Wir sprechen ja aber von mir aus gesehen jetzt wirklich zum Thema Körperentgiftung und Entschlackung. Mhm. Und ein guter, entgifteter und entschlackter Körper lässt mir auch die Möglichkeit, dass mein Bewusstsein, mein Hirn und vielleicht auch die Andockstelle zu meinem Unterbewusstsein tatsächlich wieder fließen kann. Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Gut, da komme ich gleich da rein. Also ich denke schon, früher hat man halt auch noch viele Ruhepausen gehabt, wie Yoga, Qigong, Tai Chi, solche Sachen, wo dann wirklich den Fluss, die Ruhe gebracht hat, die Entstressung. Der Stress ist runtergefahren und dann kann man wieder neu laufen. Ich glaube, das fehlt uns natürlich auch allen hier Westeuropäern natürlich noch viel mehr gegenüber dieser anderen Kultur. Mhm. Aber anderes System. Sagen wir mal, ich bin gesund. Wieso kann mein Körper nicht mit normaler Nahrung und normalem Wasser in der Lage sein, mich sauber zu entschlacken? Wieso nicht? Kann er. Natürlich. Ja, eben, dachte ich doch. Also wenn du einen gesunden Lebenswandel hast, dann geht doch das auch von sich aus. Eben. Ich habe sehr, sehr häufig die Frage, die ich stelle an Menschen, die an mich rankommen und sagen, was kann ich tun? Dann drehe ich die Frage um und sage, was würdest du denn tun? Und da kommen alle Leute mit wunderbaren Resultaten. Ich muss gut gekochtes Essen haben, vielleicht Rohkost auch noch kombinieren. Ich muss mich genügend draußen bewegen. Ich sollte rausgehen, barfuß im Wald und so weiter. Ich muss mehr an die Sonne gehen. Oh, die Leute wissen es eh. Das ist so gar keine Frage. Die wissen, wie es gehen würde, aber man setzt es nicht um. Und wenn du von Stress sprichst, von Distress oder Eustress, wir brauchen Stress in unserem Körper, aber in Form von Sport und körperlicher Belastung und von geistiger Belastung, ja, das ist aber ein Stress, der uns ja auch weiterbringt. Und wenn man dann den Eustress nimmt, der heute in der Zivilisation leider alltäglich ist und wirklich Standard ist, Stress und Mobbing und was auch immer da ist, diese Stresszustände machen in meinem Körper ganz viel Unreines und ich sage dem einfach mal ganz viel Schlackefeuchtigkeit. Das ist wirklich die Problematik, können wir aus Sicht der asiatischen Medizin Schlackefeuchtigkeit jetzt noch definieren. Ich will aber auch nicht zu tief in die asiatische Medizin reingehen, weil der älteste Mensch, der auf Akupunkturpunkten behandelt ist, ist ja nicht ein Asiate, sondern ist ja der Ötzi. Wurde vor 5300 Jahren, wo die Chinesen noch nicht mal wussten, dass sie mal chinesische Medizin erfinden, wurde der schon auf Akupunkturpunkten behandelt. Das heißt, ich bin der Meinung, wir haben ein 8000 Jahre altes naturheil-keltisch-druidisches Medizinsystem bei uns, das man leider über Religion und Kriege und Mächte ein bisschen verschlagen hat und verboten hat, dass das jetzt wieder kommen soll. Und diese Funktion von Entgiften, Entschlacken war damals so wichtig und so zentral. Du musst deinen Körper reinigen, du musst deine Kuren machen. Dass wir zu dem heute wieder kommen müssen, auf der anderen Seite, sagst du absolut richtig, es braucht eben auch ein mentales Entschleunigen, ein mentales Runterkommen, das uns hilft, immer dann, wenn wir krank sind. Da muss man plötzlich langsamer werden. Und du weißt, die Resilienz heißt ja, nach der Krankheit gestärkt herauszukommen. Und da kann eben beim Entschlacken und Giften genau dasselbe auch passieren. Aber es heißt schon, also wenn ich mich korrekt ernähre, nicht zu viel esse, gut Wasser trinke, mich gut bewege, geistige Fitness habe, dann müsste ich jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Entschlackungskuren machen, sondern es wäre durchaus in der Lage, dass der Körper alles selber hinkriegt. Definitiv, hundertprozentig. Die asiatische Medizin sagt sogar, richtige Fastenkuren sind verboten. Weil das Gu-Qi ist Nahrungs-Qi, was wir sonst zu uns nehmen. Das Nahrungs-Qi ist nicht nur Ernährung, ist auch Licht und Wasser. Und die Atmung auch, es gehört zum Gu-Qi. Und dieses Gu-Qi fehlt ja während der Kur, oder zum großen Teil, oder wir kompensieren. Ich sage nicht, dass Kuren nicht gut sind. Ich sage nicht, dass Entschlackungs- und Entgiftungskuren nicht gut sind. Aber die asiatische Medizin sagt, das sollte man nicht machen, sondern man soll seinen Lebenswandel so gestalten, dass der Körper dauernd richtig gut entschlacken und entgiften kann. Und das hinzubringen, braucht ein bisschen Kniffs und Tricks. Und das forschen wir und arbeiten wir seit 20 Jahren intensiv an dieser Thematik, mit inzwischen seit etwa 3 Millionen Anwendern, wo wir sehen,
also Feedbacks, wir arbeiten mit vielen tausend Therapeuten zusammen, was kommt als Feedback mit der und der Technologie, mit den und den, Akupunkturpunkt, Reflexzonen aktivieren, wie geht das körpereigene Entgiftungs- und Entschlackungssystem wirklich voran, wenn man gewisse Funktionen, also asiatischen, sind wir halt wieder da, Medizin, übertragen in unsere westliche Heilkunde. Mhm. Dann funktioniert das plötzlich. Mhm. Und ich kann im Alltag entschlacken und entgiften. Ja, jetzt gehen wir doch gleich in diese Akupunkturtechnologie rein, dieses altes Wissen, wo jetzt da, hast du das ja nach Europa gebracht? Ja, schön wäre es, wenn ich das nach Europa gebracht habe. Nein, also diese neue Methode mit diesen Pflastern, wo ich mir jetzt gleich drauf eingehen möchte. Ah, so, ja, da haben wir entwickelt diese Pflaster, das Akupunkturpads waren das eigentlich für Therapeuten. Und mit diesen Akupunkturpads kommt man mit gewissen Extrakten, die da drin sind, auf Akupunkturpunkten und auf Reflexzonen Stimulantien entwickeln. Mhm. Und diese Stimulantien, die haben wir vor 20 Jahren, haben wir diese Pads entwickelt, zusammen mit Koreanern, war ich da federführend und in der Entwicklung ging das Stück um Stück weiter, hat sich inzwischen 20 Jahren massiv weiterentwickelt und diese Akupunkturpads sind da, um gewisse Funktionen zu aktivieren. Mhm. Man kann es kaum glauben, in den letzten 2 Jahren habe ich sicher 5, 6 Leute gehabt, die zu mir gekommen sind und sagen, beschäftige dich mit diesen Akupunkturpflastern. Und jetzt, irgendwann ist das Fass voll, oder? Und jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt bitte, wie kann ich denn meinen Organismus stärken, entgiften, entschlacken mit Akupunkturpflastern? Grundsätzlich ist so, müssen davon ausgehen, dein Körper kann es ja selber, wie du das richtig gesagt hast, dein Körper kann selber, sofern es kann. Mhm. Er braucht die Botschaft, die Information, er soll das tun und er braucht die gewisse Energie, das Qi dazu, damit er das kann. Und dann fängt dein Körper an, sich selber zu entgiften, zu entschlacken. Der Körper kann das selber, kann Säurebasen regulieren, er kann selber, sofern er es kann und sofern er es tut. Und da setzt die asiatische Medizin ein und da setzt vielleicht unsere westliche chinesische Medizin ein, wir sagen immer westlich chinesische Medizin, dazu ist auch ein modernen Begriff ein bisschen. Die westliche chinesische Medizin kommt dazu und sagt, über gewisse Informationen, Punkte am Körper, kann man das körpereigene Entgiftungssystem, also diesen Brennofen, einerseits entschlacken, entschlack dich, das macht der Körper selber, und das Feuer wieder anfachen, sodass mein Stoffwechsel darauf geht und dass ich mich fit und vital fühle und durch diese Vitalitätssteigerung auch viel besser schlafen kann und entspannen kann. Also der klassische De-Stress ist dann programmiert, der dann auch wieder schön loslassen kann, meine Zirbeldrüse kann wieder funktionieren, wenn der Körper richtig gut entschlackt und entgiftet ist. Für die Vorstellung habe ich noch ein paar Probleme. Ich meine, ich weiß, was eine Akupunkturnadel ist, wo man wirklich punktuell was reinsticht und dann fließt Energie auch dorthin. Der Körper will ja diesen Stich ja irgendwie wieder reparieren. Aber wenn ich ja nur von außen einen Wirkstoff drauf habe, habe ich eine Wirkung, weil dieser Wirkstoff reingeht. Aber kein Punkt. Also wie kommt von innen her irgendwie ein Prozess in Gang? Es ist völlig anders. Entschuldigung. Ja, gerne. Super. Ein Akupunkturpunkt funktioniert mit der Nadel nicht so, dass du da eine Wunde machst und der Körper versucht, das zu reparieren, sondern jeder Akupunkturpunkt, übrigens auch Reflexzonen, aber Akupunkturpunkt hat ein gewisses Milieu an positiven und negativen Elektronen. Das heißt, ein Akupunkturpunkt ist ein Stromquellepunkt. Und dieser Punkt kann mal zu fest im Plus sein oder zu fest im Minus sein. Mhm. Und dann ist es ein störender Punkt. Wenn der nicht im Ausgleich ist, stimmt die Energiestruktur in diesem Punkt nicht. Und dieser Punkt, dieser Akupunkturpunkt, macht dir dann im Körper ganz viele Funktionen. Jetzt bleiben wir aber beim Punkt. Mhm. Ich kann jetzt lernen, wie ein Akupunkteur, wie ein chinesischer Mediziner, mit Nadel den entweder zu stimulieren, also er hat zu viel Minus, muss ich Plus reinbringen, dann muss ich mit Stimulation arbeiten, oder ich kann ihn sedieren, also tonisieren oder sedieren. Sedieren heißt dann, hat zu viel Strom, muss ich Strom ableiten. Das ist jetzt ganz einfach mal erklärt, wie eine Akupunkturnadel auf dem Punkt funktionieren würde. Und jetzt kommt die Technologie von Qigong, Tai Chi, spazieren gehen und so weiter. Du gehst ja auch nicht als Familie, der eine hüpft, weil er zu wenig Energie hat und der andere schleicht am Boden, weil er zu viel Energie hat, sondern alle spazieren miteinander. Und Qigong ist auch so, alle machen dasselbe Qigong. Und die Idee ist, dass wir die Mitte stärken. Das heißt, Ausgleich von Akupunkturpunkten, von zu viel oder zu wenig, Yang oder Yin, wieder in Yin-Yang-Balance zu bringen. Und das kann man natürlich, wenn man weiß, als Techniker, als Therapeut, wie man das mit Moxa, Akupunkturnadel und so weiter macht. Und am allereinfachsten ist, du gehst mit Qigong,
an diesem Punkt und das Pflaster, die Rezeptur da drin, ist nichts anderes als Qigong für Akupunkturpunkte. Das heißt, das Pflaster strukturiert immer ein Plus oder ein Minus in die Mitte. Also wir machen nicht sedieren oder tonisieren, sondern wir machen Mitte stärken, Mitte stärken, Mitte stärken. Mhm. Also die Idee ist einfach, die Mitte wird gestärkt und durch das, durch diesen Stimulus an Akupunkturpunkten und Reflexzonen können die Organsysteme und die Aufgaben, ich sage viel lieber immer die Aufgaben, die dahinter stehen, wieder aktiviert werden. Und das kann sein, entschlacken und entgiften. Aber dann ist es ja, eigentlich kann man es auch als Schmerzpflaster nehmen, oder? Schmerz ist immer nur eine Information. Ganz viele Menschen, die mit diesen Pflastern arbeiten, sagen, ich mache es drauf und Schmerz ist weg. Klar. Weil ich setze ja auch einen Akupunkturpunkt mit diesem Pflaster am Schmerzen der Schulter zum Beispiel. Klar. Und da müsste ja auch diese Mitte gefunden werden. Und beim Schmerz hast du entweder einen Aktivschmerz oder einen Passivschmerz, auch da einen Entzündungsschmerz oder einen chronischen Schmerz. Und da muss der Therapeut wissen, was mache ich jetzt? Muss er zuerst mal in die Diagnostik gehen? Mir tut der Daumen immer weh. Zuerst mal herausfinden, was ist es da drin? Ist es eine Entzündung oder ist es ein chronischer Schmerz? Muss ich was auflösen? Blockade, Schlacke? Oder muss ich die Entzündung runterbringen? Also der Therapeut muss zuerst diagnostizieren. Beim Pflaster musst du das nicht. Du nimmst ein Pflaster, klebst es da drauf und es korrigiert in Yin und Yang. Es korrigiert die Struktur so, dass egal was da drin stattfindet, ein Ausgleich stattfindet und dann kann sich auch der Schmerz auflösen. Weil Schmerz ja, wie bekannt, wie schon gesagt, immer, Schmerz ist nichts anderes als eine Information. Schmerz ist kein Zustand meines Körpers. Schmerz ist auch keine Krankheit, sondern Schmerz ist nur eine Information, die da ist. Hier drin stimmt was nicht. Ja. Da sind zu viele Entzündungsherde drin oder ist irgendwas anderes. Korrigier das mal, darum tue ich dir mal weh. Und diese Ergebnisse habt ihr auch, wirklich? Pflaster drauf und Schmerz? Definitiv. Ach mein Definitiv. Gott, super cool. Unglaublich, ja, klar. Aber meine, wenn ich Schmerz habe, weiß ich, wo ich das Pflaster hin tue. Aber wenn ich jetzt entschlacken möchte oder entgiften möchte, ja, wo setze ich denn da jetzt die Pflaster hin? Selbst beim Schmerz ist es noch nicht so eindeutig, ob du es wirklich immer dahin machst. Also wenn du eine Frau wärst und sagst, ich habe Menstruationsprobleme, bringt das Pflaster auf den Punkt der Menstruation am wenigsten, am meisten auf anderen Punkten. Es gibt spezielle Punkte. Das kommt aus der Akupunkturlehre, wo man den Stimulus setzen kann. Mhm. Das kann jeder für sich machen. Und der große Vorteil, ich komme gleich zum Entschlacken, wohin, der große Vorteil von den Pads, von diesen Pflastern ist, du musst kein Experte sein, weil es kann nicht schaden. Das ist der entscheidende Faktor. Weil es immer in die Balance geht. Immer in die Mitte macht. Qigong kann niemandem schaden, Tai Chi kann niemandem schaden, Spazieren kann niemandem schaden. Außer du hast keine Hüfte mehr oder was auch immer. Aber was auch immer. Also im Normalzustand ist es immer richtig. Und zum Entschlacken gehst du dann auf den Hauptausleitungsaktivierungspunkt überhaupt. Es gibt ein Gefäß, wo alles sammelt. Nach der Fünf-Elementen-Lehre ist das im Element Wasser. Im Element Wasser haben wir Niere-Blase. Und Niere 1, Akupunkturpunkt, ist der Ursprungspunkt aller körpereigenen Entgiftungen und Entschlackungen. Das heißt, mit dem Stimulus auf Nieren 1 kannst du dem Körper das Signal geben, lass los und lass deinen Körper arbeiten, damit du entschlackt wirst. Und der ist zufälligerweise unten an der Fußsohle. Die Pflaster werden ja häufig unten auf die Füße gepappt und die Leute sagen dann häufiger wegen Reflexzonen und so. Das stimmt bedingt auch. Aber entscheidend ist, dass in Mitte deines Fußes, auf der ganzen Fußsohle, findest du nur einen einzigen Akupunkturpunkt und nur diesen Nieren-1-Punkt. Und du machst mal die links und rechts auf beide Fußsohlen, die Pflaster, und am allerbesten über Nacht. Weil der Körper über Nacht ja sowieso, bekannt aus der Heilkunde, entschlacken und entgiften und Säurebasenregulation und Reparaturmedizin und Aufbaumedizin, Aufbaustoffwechsel in meinem Körper passiert über Nacht. Und darum sollte ich die Pflaster über Nacht dahin kleben. Okay. Das ist aber 1% aller Funktionen des Pflasters, kann noch viel mehr. Ja. Aber entschlacken, entgiften über diese beiden Punkte ist fantastisch. Und das ist auch das, was dann die Kraniosakraltherapeuten zu mir kommen und sagen, ja, schon toll mit den Pflastern, aber was machen wir dann noch? Weil es gleicht über die beiden, ich sage immer wie eine Steckdose, ein Stecker in die Steckdose, beide Punkte, dann kann der Strom fließen, ist es so auch mit den Pflastern an den Füßen. Es stimuliert nicht nur meine körpereigene Entschlackung und Entgiftung, sondern es vitalisiert mein ganzes Körperenergiesystem. Das heißt, ich habe nachher eine potenziell
ideale Entschlackungs- und Entgiftungs- und auch Energiebilanz. Und das wär's dann. Einfach die zwei Pflaster an die Füße, an die richtigen Punkte und über Nacht und morgen kann man es wieder rausziehen. In dem früh wegmachen und ja, nicht erschrecken, das stinkt und sieht grauslich aus. Auch und, noch. Und den ersten Tagen nicht erschrecken, es kommt aus deinem Körper wirklich viel raus. Ah, das sieht man dann auch. Ja, das, dann, wenn du die Pflaster wegnimmst, dann siehst du und es ist wirklich grusig. Grusig. Haben wir, glaube ich, alle verstanden. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, kann ich es ein zweites Mal nutzen? Und ich sage, ja, ja. Mach okay, nur, ja. Es ja, macht's niemand. Geht nicht, weil die sind so verschlackt und sehen so grauslich okay, aus und sie stinken dann richtig. Ja. Weg damit und das wird mit der Zeit weniger. Und wie lange macht man das? Da macht man eine Kur, 28 Tage oder 30 Tage, also wirklich einen Monat lang konsequent jede Nacht, mhm, um den Körper mal zu entgiften und entschlacken. Mhm. Und dann ist die Erfahrung nach 20 Jahren mit Millionen von Anwendern ist, dass man nach dieser Phase, also nach dieser richtigen Entschlackungs- und Entgiftungsphase, einmal pro Woche mindestens noch weiterklebt. Obwohl ich habe Leute, die kleben jeden Tag seit 10 Jahren. Also weil sie einfach sagen, ich habe zwischendurch aufgehört, ich spüre einfach, es tut mir gut. Mhm. Sag ich immer, das ist der Kaffee für die Nacht. Okay. Also das ist sehr sympathisch, weil alles mhm, so einfach ist ja, und der Wirkungsbeweis eigentlich relativ schnell gegeben ist, einfach am nächsten Morgen daran riechen und dann weiß man es, was passiert. Das finde ich brillant. Ich weiß ja auch noch, du bist ja auch Buchautor und du hast das auch alles sauber dokumentiert in einem Akupunktur-Buch dazu. Ich glaube, dazu müssen wir eine eigene Sendung machen, weil das natürlich ein umfassendes Thema ist. Aber für die Füße Entschlackung, Mülldeponie, den ganzen Müll loswerden über die Fußsohlen, perfekt. Jetzt, wenn ich aber noch weitere Informationen haben möchte, was denn das so für Wirkstoffe sind, was hat es da alles in den Pflastern drin, wie sieht das überhaupt aus, wo kann ich mich da darüber ein bisschen schlauer machen? Es gibt verschiedene Quellen, verschiedene Wege, natürlich über mein Buch, aber es gibt auch andere Literatur, es gibt Fachliteratur aller Art, wo man kann auch auf mich zukommen, da geht man am besten, darf ich das sagen, auf meine Webseite www.ilike.net, mhm, das heißt, ich mache es mal in Deutsch, i-like.net. Ah ja, genau. Und da drin, Entschuldigung, es ist ein bisschen ein komischer Name, aber Like kennt man ja vom Facebook, Like. Ja. Ah ja, stimmt. I-like und dazwischen Bindestrich und .net hinten dran. Und da drin ist ein Sammelsurium von Wissen über Thema Heilkunde, über Naturheilkunde und so weiter. Da gibt es viele Aussagen, viele Videos, viele Statements dazu mhm, und da gibt es vom Vitalpflaster und auch vom Buch ganz viele Informationen, die man, mhm, da, die man da abholen kann, selbstverständlich. Noch die letzten 2 Minuten vielleicht noch, habt ihr das auch ein bisschen wissenschaftlich noch aufgearbeitet, diese revolutionäre Idee? Ja, natürlich, selbstverständlich. Es sind auch mit Blutanalysen, mit was wir machen, mit Massenspektralanalysen nach der Anwendung von Pflaster, zum Schauen, was ist anschließend im Pflaster. Weil ich habe ja gesagt, wir stimulieren ja nur das körpereigene Entgiftungssystem. Im Buch wird aber auch beschrieben, wieso, dass es jetzt ausgerechnet an dieser Fußsohle so viel Auszug gibt, das zieht eben nicht, sondern mit Turmalin zum Beispiel, mit gewissen Stoffen, schauen wir, dass die Haut an dieser Stelle besonders ausscheidungspflichtig ist. Und dann hat man natürlich nachher im Pflaster relativ viel von diesen ganzen Toxinen, mhm, Giftstoffen, die wir ausleiten, die Dr. Klinghardt mit uns mitgearbeitet hat zum Ausmessen mit wissenschaftlichen Arbeiten in Studien, in Labors auch Analysen gemacht hat, gehen wir dann mit diesem gebrauchten Pflaster, machen da eine Massenspektralanalyse zum Schauen, vorher, nachher, was hat sich verändert. Und was wir da zum Teil sehen, was da alles rausgekommen ist, das, ja, da verliert man die Haare. Da erschrickt man fast ein bisschen, wenn ja, man sieht, was da alles drin ist. Kannst du noch als letztes Zitat mir noch sagen, wenn ich jetzt so eine 28-Tage-Kur mache, was kann ich eigentlich erwarten, was ich meinem Körper gut tue? Habe ich plötzlich ein klares Bewusstsein oder was kann man so erwarten? Also die typischen Reaktionen, Nummer 1 ist immer, ich bin besonders bewusster, mehr in der Mitte, konzentrierter. Nummer 2 ist fast immer bei allen, ich schlafe viel besser, mhm, weniger, konzentrierter, stehe in der Früh früher auf. Ich habe schon Leute gehabt, die reklamiert haben, ja, ich habe zu viel Zeit plötzlich. Und dann kommt natürlich das ganze Verdauungssystem, wo viele Leute sagen, Defekation funktioniert nicht richtig, mein Urin funktioniert nicht richtig oder was auch immer. Ich bin immer sauer und plötzlich stellt sich das ein. So mhm, die Idee nach einem Monat hingehen zu können, zu sagen zu können, fühle mich richtig wohl. Und dann haben wir schon das erreicht, was wir wollen, weil mhm, Gesundheit ist per Definition sich wohlfühlen. Sollte man diese 28 Tage auch noch in der Ernährung was ändern?
Was empfiehlt ihr da? Natürlich gibt es immer viele Möglichkeiten, ist klar. Ja, da wäre das Thema Darmregulation wichtig. Und wir haben da ein Konzept, FX Balance heißt das, wo man natürlich dann wunderbar mit integrieren kann, wenn man das will. Gerade in dieser Zeit so einen richtigen Schlacken und den Darm vor allem helfen, weil der Darm ist ja meistens ein bisschen lädiert. Ja. Also das wäre dann die optimale Version. Aber man kann schon mal einfach mit Pflastern anfangen und schauen, was passiert. Und dann allerfalls sagen, jetzt auch die Ernährung in dieser Phase auch noch optimieren und dann... Ja. Hat man Alexander, es ist wirklich so, es hat sich ein Spruch manifestiert, kleben ohne Leben. da muss man einfach kleben, weil gerade die Leute, die sagen, naturheilkundlich affin will ich probieren. Ja. Aber die allermeisten, 9 von 10 Leuten sagen, ja, boah, ich warte mal, bis mir nicht gut geht, dann hat man der Arzt dann schon eine Pille dagegen. Ja, und da kann man mit dem Pflaster wirklich, selbst die Manager aller Art, die aufs Gefühl haben, ich brauche gar nicht, ich kämpfe mich durch, eine Nacht kleben, nächsten Tag aufstehen und merken, hui, das wirkt ja. Ich habe ganz anders geschlafen. Und dann ist es schon gut. Alfred, ich danke dir ganz herzlich für diese sehr informative Sendung. Immer wieder eine große Freude und es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich solches Wissen auch aus der asiatischen Welt hier nach Europa bringen darf, um einfach uns Zuschauerinnen und Zuschauern eine Perspektiverweiterung vermitteln zu dürfen, es auch mal anders anzusehen, als nur immer so, wie es uns ständig vermittelt wird. Und deshalb gebührt mir einen großen Respekt. Danke, dass du das heute hier vorgestellt hat. Ich danke sowieso. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bitte gerne. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte da gar nichts mehr anfügen oder noch sagen, sondern Ihnen alles herzlichen Dank aussprechen fürs Zuschauen, fürs Weiterleiten dieser Sendung, auch liken. Das würde uns besonders gut freuen, dass sich eben die Naturheilkunde, so wie wir sie hier dokumentieren, auch weit verbreiten möge. In diesem Sinne, alles Gute, auf Wiedersehen miteinander, bis ein anderes Mal.